Servus Freunde und recht herzlich willkommen zum Teil 2 der Videoserie für Turbineneinsteiger. Heute geht es, nicht zu übersehen, um Tanks. War ja auch so in Teil 1 angekündigt. Die Firma Richter Tankverschluss hat mich, wie man sehen kann, mit recht viel Anschauungsmaterial ausgerüstet. An dieser Stelle auch persönlich recht herzlichen Dank dafür. Natürlich eine Wahnsinnshilfe, sonst müsste ich entweder Tanks aus meinen Jets ausbauen. Macht man ja nicht so gerne, wenn alles fertig installiert ist. Oder ich hätte mich mit Bildern begnügen müssen. Das ist nicht so anschaulich. Das ist natürlich genial. Verschiedenste Varianten. Zu den Folien- oder Beuteltanks komme ich ganz am Ende. Das ist ein ganz anderes Thema als ein normaler Tank, deswegen trenne ich das ein bisschen ab. Fangen wir einfach mal an. Der einfachste und überhaupt der Tank schlechthin, so wie wir ihn aus dem Kolbenmotorenbereich kennen, ist eine entsprechend große Flasche mit einem Filzpendel drin und drei Anschlüssen. Einmal da, wo das Filzpendel rauskommt, geht logischerweise zur Turbine, kommt aber dann erst in Teil 3 die Verbindung zur Turbine, heute nur Tanks. Dann haben wir zwei weitere Anschlüsse. Einmal den Anschluss hier unten, der bis hier unten hingeht, dient zum B- und Enttanken. Und den Anschluss hier oben geht hier nach oben hin zum, als Überlauf, geht dann also raus aus dem Modell. Wie im Kolbenmotor. Filzpendel hat auch dort die gleiche Aufgabe. Es soll nämlich verhindern, dass Luftblasen zur Turbine kommen. Das tut es auch. Allerdings muss man das ein kleines bisschen einschränken bei einer Turbine. Durch den großen Treibstoffdurchsatz, den eine Turbine hat, ist ja erheblich mehr als bei einem Kolbenmotor, passiert bei einer Turbine, wenn der Spritpegel das Filzpendel erreicht, beziehungsweise spätestens, wenn er so etwa halb, das Filzpendel halb aus dem Treibstoff rausschaut, dann kommt es eben doch zu Luftblasen. Ich zeige euch das mal. Ich lasse das mal daneben an einfach so durchlaufen und erzähle deswegen weiter. Ist genug Sprit drin in so einem Tank und man fliegt wüste Manöver, dann sorgt das Filzpendel in der Tat dafür, wenn dort eine Luftblase am Filzpendel vorbeikommt, dass die schlicht ignoriert wird. Das ist super, die Turbine kriegt keine Luftblasen, geht nicht aus. Alles ist fein. Aber wie ihr da schon sehen könnt, wenn der Pegel relativ niedrig ist und ich relativ viel Leistung fordere, dementsprechend viel Treibstoff, dann reicht schon, wenn das Filzpendel etwa zu einem Viertel nicht mehr vom Treibstoff bedeckt ist, dass dann dort Luftblasen zur Turbine kommen. Das ist mehr so eine Art Schaum, also das sind sehr viele kleine Luftblasen gemischt mit Treibstoff. Deswegen wird eine Turbine nicht unbedingt ausgehen, aber sie verliert Leistung und sie freut sich nicht darüber. Kritisch sehe ich das insbesondere, wenn ich im Landeanflug bin, dann habe ich relativ wenig Antriebsleistung, wenig Fördermenge von der Turbine. Da funktioniert das mit dem Filzpendel recht gut. Damit kriegt man so einen Tank sogar komplett leer, auch wenn dann zum Schluss tatsächlich mehr oder weniger Schaum an die Turbine geht. Ab Hälfte des Filzpendels kommt aber auch bei wenig Leistung Schaum, also Luftblasen folgen innerhalb des Treibstoffs. Das ist soweit ganz gut, wenn wir am Boden sind und nach Hause rollen. Dann hat er vielleicht nicht mehr so richtig Lust, Gas anzunehmen, ist uns egal. Aber was passiert denn, wenn ich im Landeanflug entscheide, das passt mir nicht, ich starte nochmal durch. Das heißt, das Filzpendel guckt vielleicht schon oben aus dem Sprit raus und ich gebe dann Vollgas. Dann produziere ich definitiv Schaum und die Turbine wird zumindest nicht die Leistung erbringen, die ich eigentlich vielleicht zu dem Zeitpunkt gerne hätte. Das muss man wissen, das ist ein Schwachpunkt, den so ein Filzpendel, wenn er so betrieben wird, in so einer einfachen Tankanordnung betrieben wird, das ist da, das muss man wissen, damit muss man rechnen. Gut, was hat man gemacht? Man hat diese Tankflasche weiterentwickelt. Und zwar in Richtung, ich leg die mal hier hin, die stört uns sonst nur, und zwar in Richtung Tankflasche kombiniert mit Hopper. Moment, wir schalten mal das Video aus und ich lasse dieses schon mal gleich laufen. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur wir haben hier das Filzpendel weggenommen am Pendel vom Haupttank und haben ein Filzpendel hier in den Hopper, in den Kugelhopper in diesem Falle eingebaut.
Das ist eigentlich kein Pendel mehr. Ich werde mich aber wahrscheinlich wieder nicht zurückhalten lassen und zurückhalten können. Ich werde da auch wieder Pendel zu sagen. Aber es pendelt definitiv nicht. Es ist da starr in der Mitte des Kugelhoppers angebracht. Was macht jetzt diese Kombination? Erst einmal haben wir hier hinten kein Filzpendel mehr. Das wäre auch zu viel des Guten. Hätten wir da auch noch eins, dann wären jetzt ja in der Strömung vom Tank zur Turbine zweimal Filzpendel und dementsprechend auch zweimal Widerstand in dieser Strömung. Das ist nicht gut. Da kommen wir im Teil 3 der Einsteigerserie zu. Was stört uns an so einem Filter? Was macht so ein Filter? Und wie doll beeinflusst ein Filter oder mehrere Filter den Durchfluss zur Turbine? Also nicht zu viele Filter einbauen. Deswegen hier kein Filter, also einfach ein offenes Rohr. Der Treibstoff fließt durch dieses Rohr, durch diese Verbindungsleitung in den Tank. Und zwar hier oben hin. Hier gibt es auch drei Anschlüsse im Hopper. Einmal unser Filzpendel, was zur Turbine geht wieder mal. Eine Rohrleitung, die hier oben im Hopper endet. Und eine Leitung, die hier unten im Hopper endet. Die untere ist wieder zum B- und Enttanken da. Die obere ist der Überlauf des Hoppers. Was passiert, wenn wir unseren Jet mit einem Tank inklusive Hopper betanken? Dann fließt der Sprit also hier unten in den Hopper. Der Hopper füllt sich. Irgendwann ist er randvoll. Dann läuft der Sprit über den oberen Überlauf durch das Pendel in den Haupttank. Und damit füllt sich dann auch der Haupttank. Irgendwann ist natürlich der Haupttank auch voll und deswegen hat der, und jetzt nur noch einen zusätzlichen Anschluss, also nicht mehr einen nach unten und einen nach oben, sondern nur noch diesen hier oben. Und wenn der Tank voll ist, dann läuft der Sprit über diesen Überlauf hier raus, außerhalb vom Modell. So der Ablauf. Andersrum betrachtet, saugt die Turbine Treibstoff über das Filzpendel an, dann gibt es einen Unterdruck im Hopper. Aufgrund dieses Unterdrucks wird der Treibstoff aus dem Haupttank über das Pendel in den Hopper gedrückt, füllt den wieder nach. Also eigentlich ist der Hopper, und das ist seine Aufgabe, immer voll. Sollten wir jetzt böse Flugmanöver machen, wie ich das ja hier schon die ganze Zeit versucht habe, auf meinem Testaufbau zu simulieren. Ganz so wüst ist es im Flugzeug eigentlich gar nicht, aber dafür gibt es dort eben so Nullgravitationsphasen. Die kann ich schlecht simulieren, deswegen schüttel ich mich da hin und her. Kommt hier natürlich ab und an noch mal eine Luftblase. Wir haben ja hier kein Filzpendel mehr. Also diese Luftblase oder das Ding liegt kurz trocken, dann läuft die Luftblase natürlich hier durch und die sammelt sich jetzt im Hopper. Und selbst wenn wir dann eine Rolle fliegen, ein Looping fliegen oder sonst irgendwas machen, bleibt die Luftblase im Hopper immer oben. Absaugen tut die Turbine exakt in der Mitte des Hoppers. Der muss übrigens nicht kugelförmig sein, aber bei einem Kugelhopper ist es natürlich schon genial, egal wie rum ich den drehe. Die Luftblase bleibt immer schön oben und mein Filzpendel bleibt immer schön in der Mitte und dementsprechend kriegt die Turbine keine Luftblasen. Sollte bei einem ganz wüsten Manöver doch mal eine Luftblase an dem Filzpendel vorbeikommen, das hatten wir schon, die kann da nicht durch. Alles gut. Aus dem Hopper raus kommt also blasenfreie Luft. Da kommt erst Treibstoff, ne? Blasenfreie Luft. Absolut genial. Nein, blasenfreier Treibstoff. Da kommt erst Luft, wenn der Hopper halb leer ist. Also auch hier, wenn das Filzpendel dann nicht mehr komplett von Treibstoff bedeckt ist, dann kommen auch hier Luftblasen in Richtung Turbine. Aber solange der Hopper noch, sagen wir mal, zu zwei Dritteln wenigstens gefüllt ist, alles perfekt. Das ist die Variante mit Hopper. Es gibt übrigens diese Hopper, so verwende ich sie überwiegend, ohne Filzpendel. Also auch da offen in der Mitte. Man sieht das Röhrchen hier. Was zur Turbine geht, ist völlig offen. Die beiden Füll- und Überlaufschläuche sind identisch. Wenn hier kein Filzpendel drin ist, dann muss man allerdings hier nochmal irgendwann einen Filter vorsehen. Kommt aber erst in Teil 3. Gut, Variante. Es gibt außer Kugelhopper natürlich Hopper, die nicht kugelförmig sind. Okay. Es gibt aber auch Hopper, die sind innen anders aufgebaut. Die werden so üblicherweise unter der Bezeichnung UATs
vertrieben. Ein UAT ist auch ein Hopper, logisch, hat aber innen kein Filzpendel, sondern so ein Beutelchen. Ich nenne das Ding immer Teebeutel. Ist tatsächlich wie so ein kleines Säckchen aufgebaut, relativ groß, sitzt in dem, wenn man einen kleinen UAT-Hopper nimmt, sagen wir mal, ist etwa die Hälfte des Volumens von dem Hopper. Da habe ich mir gedacht, nee, das kann ja nicht funktionieren. Sobald da eine kleine Luftblase oben ist, dann wird das nicht mehr gehen. Dann geht doch die Luftblase durch dieses Säckchen und ab zu meiner Turbine. Ja, Pustekuchen. Als ich das Ding das erste Mal getestet habe, sogar in meiner großen L39, wo also richtig Schub drauf ist und eine richtig durstige Turbine drin ist, bei meinen Tests und Ermittlungen des Treibstoffverbrauchs, habe ich den Jet vor mir stehen gehabt und wollte gerade mal gucken, wann gibt es denn Luftblasen in dem Hopper. Und da habe ich festgestellt, da war unten gerade mal noch daumenbreit drin. Da habe ich das mal ausgestellt. Da ist keine Luftblase. Das ist der absolute Hammer. Dieses Säckchen funktioniert auch noch, wenn da unten bloß noch so ein kleines bisschen Treibstoff drin ist. Geniale Sache. Was das genau ist, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriege ich es noch raus bis zum nächsten Video. Dann reiche ich das noch nach. Das sind aber so Sonderformen. Manche Leute, und ich bin mittlerweile auch so ein Fan davon, weil ich das bei diesem UAT-Hopper gesehen habe, da sind diese beiden Anschlüsse, also Überlauf und Betankung, Enttankung, beide oben. Da habe ich erst gedacht, das ist ja auch unsinnig. Kriege ich einen Hopper nie leer. Ja, genau. Und das ist auch der Sinn dahinter. Man kann also einfach abtanken, bis die Pumpe in der Tankstation akustisch mitteilt, ich saug jetzt nur noch Luft. Dann hat man aber immer noch Sprit im Hopper. Das ist gar nicht so unpraktisch, weil dann nämlich der Part, wo zur Turbine geht, immer unter Treibstoff liegt. Kann also sich da keine Luftblase irgendwie in den Schlauch machen. Wäre jetzt nicht so tödlich schlimm, aber ich mag es eigentlich auch, wenn der Hopper voll bleibt. Also bei diesen Hoppern, wo oben und unten ein Schlauch ist, schalte ich die Pumpe beim Enttanken nach dem Flugtag auch aus, wenn sich hier eine Luftblase bildet. Sind beide Schläuche oben, kann man einfach laufen lassen, man kann den Hopper nicht leer tanken. Jetzt habe ich bei allen Tankflaschen, hier beim Hopper, die obere Leitung geht in den Haupttank und die obere Leitung aus dem Haupttank geht raus, außerhalb vom Flugzeug. Beim Tank hier vorne ist das natürlich genauso, also der Überlauf geht raus aus dem Überlauf, also in die freie Natur, wenn man so will. Ah, wir müssen ein Video wechseln. Moment. Das stoppen wir und das starten wir. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Ding hier. Wie bringe ich denn jetzt den Überlauf aus dem Modell raus? Einfachste Variante. Ich könnte hier einfach einen Schlauch nehmen und den aus der Rumpfwand hängen lassen. Sinnvollerweise dann noch ein bisschen schräg geschnitten, damit, wenn die Luft von hier kommt, da wenigstens ein kleines bisschen Überdruck im Tank entsteht. Und ihr seht das da schon, das entsteht nicht immer im Tank Überdruck. Bei so einem schräg geschnittenen Schlauch passiert das schon. Also wir haben dann etwas Druck im Tank, was von Vorteil ist. Aber so ein Schlauch kann natürlich mit der Zeit sich dann auch mal so umbiegen. Entweder weil er unten aus dem Rumpf hängt und wir beim Einladen den Flieger da dauernd draufstellen, dann biegt er sich unter Umständen nach hinten und dann ist trotz Schrägschneiden kein Überdruck mehr im Tank, sondern eher Unterdruck. Wie es zum Beispiel passiert, wenn man schlicht ein Rohr gerade aus dem Rumpf kommen lässt. Gar nicht gut. Durch die hier drüber strömende Luft, wissen wir ja schon von meinen anderen Videos, schnell strömende Luft hat einen geringeren Druck als langsamer strömende Luft oder im Rumpf eben gar nicht strömende Luft. Hier oben also weniger Druck. Da mehr Druck, sprich, es wird Luft aus dem Tank nach draußen gedrückt. Es ist unabhängig davon, ob das nur so ein kleines bisschen rausguckt oder etwas länger rausguckt. In beiden Fällen wird Luft aus dem Tank nach draußen gefördert. Das sorgt im Tank für Unterdruck. Ihr seht das ja mittlerweile hier hinter mir schon mehrmals jetzt im Durchlauf, dass der Tank tatsächlich richtig zusammengesaugt wird. Ich habe das hier mit dem großen Tank gemacht. Jetzt glaubt mal nicht, dass der hier völlig flexibel wäre. Der ist recht hart. Also das ist schon richtig Kraft, die da auf den Tank einwirkt von außen. Innen nehmen wir Luft weg, außen drückt die Luft drauf. Also der Tank wird eigentlich von der Umgebungsluft zusammengedrückt. Beziehungsweise, wenn man es richtig macht,
nämlich über so einen Anschluss. Den gibt es übrigens so schön gebogen, fertig zu kaufen bei Richtertankverschluss. Hat er mir nämlich netterweise mitgeschickt, brauchte ich also kein Biegen oder Löten. Luft kommt von hier vorne und drückt jetzt natürlich in diesen Überlauf, Außenbordsüberlauf. Dadurch erzeuge ich einen Überdruck im Tank. Das hilft natürlich ungemein, den Treibstoff durch die Schlauchleitungen, das können ja in einem größeren Jet relativ lange Leitungen sein, durch die Leitungen zur Turbine zu drücken oder besser gesagt zur Pumpe zu drücken, damit die das dann weiterleitet zur Turbine. Und auch den Strömungswiderstand eines Filzpendels oder eines anderen Filters zu überwinden. Ist also immer von Vorteil. Mir hat im Vorfeld zu diesem Video jemand gesagt, ja, das mit diesen Röhrchen nach vorne ist ja total schick, aber ich habe trotzdem hinter diesem Röhrchen ist mein Modell feucht nach dem Fliegen. Also kommt da auch Sprit raus. Also muss es Fluglagen geben, die hier aus dem Rohr den Treibstoff raussaugt. Nein, tut es nicht. Es drückt immer in dieses Röhrchen rein und zwar auch lageunabhängig. Woher kommt denn dann der Sprit hinter so einer Anordnung? Ich habe dasselbe bei meinen Jets natürlich auch. Ich habe beim Stiletto sieht man das richtig gut. Der hat ein schönes 4 mm Röhrchen, was nach vorne zeigt, wo der Druck drauf ist. Und nach einem Flug ist das Modell hinter diesem Röhrchen bis hinten zum Höhenruder leicht feucht. Merkwürdig. Wie kann denn das passieren? Das kann passieren. Und zwar auf folgende Art und Weise. Wir als Jetflieger, da gibt es eine Figur, die fliegen wir doch richtig gerne. Mit voller Lotte an uns vorbei, schräg rauf, halbe Rolle und ein Looping. Also eine umgekehrte halbe kubanische Acht. Macht eigentlich jeder. Genau bei so einer Figur kommt es dazu, dass hier Sprit rauskommt. Warum ist das so? Ganz einfach. Während wir an uns vorbeifliegen und schräg hochfliegen, sind wir sehr schnell. Das heißt, wir haben sehr viel Staudruck auf dem Rohr und unser Tank ist leicht aufgebläht. Wir haben also richtig schön positiven Druck im Tank. Jetzt fliegen wir eine halbe Rolle und dann kommt dieser Überlauf, der ja eigentlich oben in der Luft ist, der sitzt jetzt unten im Tank und ist umgeben von Sprit, von viel Sprit sogar. Und wenn wir jetzt Fahrt verlieren oben für den halben Looping, das ist ja eigentlich ein Dreiviertel-Looping, aber jedenfalls für den Looping oben sind wir relativ langsam. Wir haben weniger Staudruck auf dem Rohr und dementsprechend zieht sich jetzt unser Tank zusammen und da der Überlauf gerade unten ist, drückt der in der Tat Treibstoff hier raus. Und durch die Anströmung der Luft verteilt sich das natürlich logischerweise nach hinten. So kommt dieser vermeintliche Treibstoffverlust zustande. Es gibt natürlich noch andere Figuren, die da wahrscheinlich auch in diese Richtung zielen. Ja, aber das ist die übliche Weise, da funktioniert das. Kann man ausprobieren. Vorher schön trockenwischen, nicht machen. Ganz normal Cases Rundfahrt fliegen, landen ist der garantiert trocken hinten. Und dann macht man so ein Ding und ist er nass. Okay. Das waren die klassischen Tanks. Jetzt gibt es aber auch noch Beuteltanks. Ist wie gesagt eine ganz andere Hausnummer. Deswegen, das da gibt es bei einem Beuteltank nicht. Wir haben beim Beuteltank keinen Überlauf, der nach draußen führt. Schon mal ganz schick, wenn man so Superscale bauen will und da eben kein Röhrchen haben möchte, wo der Tank B- und entlüftet wird. Angefangen hat das mit den Beuteltanks mit dem Platypus-Beutel. Das ist ein fertig zu kaufender Beutel, wo die Firma Richter Tankverschluss hier einfach einen Tankverschluss, daher der Name, dran gebaut hat. Bei den Platypus-Beuteln, achso, fangen wir erstmal an. Es gibt bei Beuteltanks nur zwei Anschlüsse. Einmal dieser hier, der führt zum Filzpendel. Und der zweite, der führt, nanu, zu nix. Deswegen muss man bei so einem Platypus-Beutel aufpassen, dass man den Anschluss hier leicht nach oben montiert. Ungefähr so, so 45 Grad schräg nach oben. Das hat seinen Grund. Beim Tanken kann man es nicht immer vermeiden. Oh, Moment. Video. Stoppen. Und das Video schauen wir uns jetzt an. Auch für die Beuteltanks habe ich ein Video gemacht. Läuft das schon. Auch beim Tanken eines Beuteltanks
kann man nicht immer verhindern, dass Luft reinkommt. Denn der Betankungsschlauch, der von unserer Tankstation kommt, der ist ja leer. Und wenn wir den jetzt an den Beuteltank anschließen, also hier an diesen Anschluss, an den freien, der nicht nach innen geht, dann drücken wir zumindest die Menge an Luft, die sich in unserem Betankungsschlauch befindet, in den Beutel. Das heißt, wir haben hier dann eine Luftblase drin, eine relativ große. Wenn der Tank ein bisschen gefüllt ist, halb voll, dreiviertel voll, knapp voll, dann schaltet man einfach die Tankstation um. Das heißt, wir saugen wieder zurück. Und wenn dieser Anschluss so 45 Grad nach oben ist, dann sammeln sich die Luftblase, die hier drin ist, hier oben in dem Tankverschluss. Schauen wir uns das gleich mal in dem Tank an, der auch auf dem Video zu sehen ist. Da ist das etwas anders. Da ist der Tankanschluss mitten oben auf dem Tank. Das ist natürlich viel praktischer, weil dann muss man den nicht irgendwie geknickt nach oben bauen, sondern man kann ihn flach einbauen. Und der bildet ja eh, wie ihr sehen könnt, dann einen Huppel hier oben. Und unter diesem Endtankanschluss ist dann die Luftblase. Wir lassen also unsere Tankstation zurücklaufen und saugen damit quasi die Luftblase wieder ab. Man kann also ein bisschen draufdrücken, ein bisschen schütteln, am Flieger rütteln, dass man möglichst viel von der Luftblase wieder wegkriegt. Ein kleines bisschen Luftblase spielt keine Rolle. Wir haben ja wieder ein Filzpanel da drin. Das hat übrigens noch einen anderen Grund. So kriegen wir unseren Folientank, unseren Beuteltank nahezu luftblasenfrei gefüllt. Ganz wichtig, so ein Beuteltank darf man nicht versteckt einbauen ins Modell. Also einfach einbauen, wie man das mit einem anderen Tank machen würde, tanken, irgendwann läuft es raus aus dem Modell, klasse, ausschalten, fertig. Die Pumpen in unserer Tankstation, die erzeugen einen Wahnsinnsdruck. 5, 6 Bar ist da gar kein Problem. Das hält ein Folientank nicht aus. Egal von welchem Hersteller, wie auch immer, die Kraft, die hier auf so einen Folientank einwirkt, ist immens bei 5 Bar Innendruck. Den zerreißt es schlicht. Dieser hier ist aus 2 Schichten gebaut. Eigentlich sind das 2 Beuteltanks ineinander. Innen ist eine Folie, also der eigentliche Beuteltank, und dann ist er nochmal umgeben von einer weiteren. Also sollte da tatsächlich mal was platzen, dann geht erst einmal der innere Beutel kaputt. Wenn man das dann rechtzeitig sieht, ist zwar der Beuteltank kaputt, aber das Modell noch sauber. Muss man bloß rechtzeitig merken. Deshalb tanken eines Beuteltanks immer mit dem Finger oben drauf. Man merkt das dann relativ gut. Ah, jetzt wird er stramm, und dann sollte man auch sofort abschalten. Das geht relativ schnell. Sobald er nämlich wirklich prall wird, ist das fast schon zu spät. Also dann, das geht in Sekunden dann. Also noch ein, zwei Sekunden länger, batsch, ist das Ding auseinander. Das ist der Nachteil eines Beuteltanks. Der Wahnsinnsvorteil ist natürlich, wir haben keine Luftblase in diesem Ding. Und wenn, dann nur eine sehr kleine, die eh wieder vom Filzpendel rausgefiltert wird. Und selbst wenn das Filzpendel eine etwas größere Luftblase in den Beuteltank nicht komplett wegfiltern kann, dann ist das, wie bei den anderen Tanks auch schon gesehen, so ein kleiner Luftstrom, so 3, 4, 5, 6, 7 kleine Luftbläschen gemischt mit Sprit. Das ist egal. Das interessiert unsere Turbine nicht. Die hört sich dann vielleicht mal für ein, zwei Sekunden ein bisschen merkwürdig an, weil sie das überhaupt nicht versteht, was wir von ihr wollen. Dann läuft sie aber weiter. Aber ich sagte eben schon, der Filzpendel hat noch eine andere Aufgabe in einem Beuteltank. Deswegen sind Filzpendel eigentlich immer in Beuteltanks drin. Und der ist, müsste da auch schon gelaufen sein, wenn der Tank leer wird. Wenn wir jetzt kein Filzpendel oder irgendwas hätten, was da so ein bisschen dicker ist, dann kann es natürlich passieren, bevor der gesamte Sprit aus so einem Beuteltank raus ist, dass sich da vielleicht der Beutel so einknickt und uns das Röhrchen, was den Treibstoff zur Turbine leitet, einfach zuhält. Das wäre nicht gut. Deshalb der Filzpendel, das sorgt dafür, dass der Beuteltank sich um das Filzpendel herum zusammenziehen kann und wirklich den letzten Rest an Sprit aus dem Beutel rauszieht. Wir haben also hier wirklich einen Tank, den wir bis zum letzten Tropfen leer fliegen können, ohne Gefahr zu laufen, Luftblasen an die Turbine zu kriegen. Geile Sache, kein Außenanschluss, keine Entlüftung, aber eben nicht blind zu verwenden.
immer Finger drauf beim Tanken, drücken, fühlen. Es gibt auch automatische Tankstationen. Ich persönlich, ich weiß es nicht. Die müssen ja auch irgendwie auf einen Druckanstieg reagieren und rechtzeitig abschalten. Wenn das mal nicht funktioniert, das gibt eine Riesensauerei. Aber das, was ich gesehen habe von den Herstellern dieser automatischen Tankstationen, das funktioniert in der Tat perfekt. Wäre eine Überlegung wert. Also ich kann ja in meiner großen L39 aus Gewichtsgründen auch nur 3,5 Liter Treibstoff mitnehmen. Hätte ich natürlich bei einer 210er Turbine gerne schon ein bisschen mehr. Vielleicht baue ich auch noch mal um auf Beuteltank. Dann muss ich aber so eine automatische Tankstation haben, weil ich komme da nicht ran. Ich müsste sonst erst die Kabinenhaube abnehmen, den hinteren Pilotensitz rausnehmen, um dann beim Tanken auf den Tank fassen zu können. Das ist mir zu umständlich. Eine Sache ist noch beim Beuteltank wichtig, aber eigentlich bei allen Tanksystemen wichtig. Man muss die Dinger gut festmachen. Wir haben in einem Jet sehr hohe positive und negative Gehbelastungen. Gehbelastungen zur Seite sind relativ gering. In einem Messerflug sind es gerade mal 1 G. Sagen wir mal, okay, beim Reinlegen ist es vielleicht mal kurzzeitig 1,2, ich weiß es nicht. Rechne mal mit 1,5 G. Das ist relativ harmlos. Vor zurück haben wir so gut wie gar keine Kräfte, außer beim Beschleunigen. Das ist aber 0, irgendwas G, können wir vergessen. Und beim Bremsen auch. Sei denn, wir fliegen irgendwo gegen, dann brauchen wir uns aber keine Sorgen mehr darüber zu machen, ob der Tank da an Ort und Stelle bleibt. Aber die Positiv-Negativ-Gs, die sind extrem. Vor allem die Positiven. Okay, die Positiven kriegen wir mit dem Beuteltank relativ leicht in den Griff, indem wir das Ding einfach auf eine Platte dübeln. Dafür sind hier so Ösen dran. Da können wir den festschrauben. Aber nach oben wird es dann schon kritischer. Wer also gerne im Rücken fliegt und auch gerne im Rücken scharf um die Ecke fliegt, der sollte unter Umständen hier oben noch eine Platte drüber vorsehen, damit der Beuteltank sich irgendwo abstützen kann. Denn wir haben ja nicht, wie bei einem, hier als Beispiel bei dem Hopper, hier so einen schönen Holzkäfig drumherum. Wobei, der ist gar nicht so schwer. Aber bei so einem Flaschentank macht ja eigentlich auch jeder. Hier sitzt hier vorne ein Spant. Sieht man da bei dem großen Tank zum Beispiel. Hier hinten sitzt dann noch ein Spant, der den Tank halt einfach festhält und die G-Kräfte aufnehmen kann. Denn gerade bei einem großen Jet, wenn ich dann nochmal an meine L39 denke und ich habe dann vielleicht nicht 3,5 Liter, sondern 4 Liter drin und habe 5G Belastung, knapp 4 Kilo mal 5, ja, bei 20 Kilo. Also wenn ich das hier nur andübeln würde und hier oben keine Last drauf, weiß ich nicht, ob das so hält. Aber muss man einfach im Hinterkopf behalten. Nicht einfach nur hier festschrauben und denken, oh, das wird schon halten. Muss nicht unbedingt. Immer erst drüber nachdenken. Ah, eine Sonderbauform habe ich noch. Das ist eine Spezialbauform für ganz kleine Flugzeuge. Folientanks sind normalerweise wie dieser hier so gebaut, dass die hinten und vorne ringsrum flach sind. Weil da werden die Beutel hier zusammengeschweißt. Das ist unter Umständen in einem kleinen Segler mit Turbine oder einem kleinen so einem Umbau, so einem EDF-Jet-Umbau auf Turbine, lästig. Da hat man nicht so viel Platz. Und da gibt es auch solche Sonderbauformen von Folientanks. Die haben dann einen Boden, und da auch. In dem Falle ist hier jetzt sogar auf einem Filzpanel verzichtet worden. Man geht einfach mit nur einem Anschluss, man geht hier einfach davon aus, dass man sich beim Tanken so viel Mühe gibt, dass man das Ding eben wirklich luftblasenfrei hat. Und hier ist auch keine Folie, die jetzt den Anschluss zum Schluss zuhalten könnte, weil der Anschluss im Boden hier eingebaut ist. Das heißt, der Tank wird sich hier komplett zusammenziehen. Dafür ist das Ding extrem kompakt. Sowas gibt es auch als Beuteltank. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind durch. Das ist ja der Hammer. Ja, das war Teil 2 der Videoserie für Turbineneinsteiger. Reine weg, nur Tanks. Das heißt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu behandeln. Wir gehen jetzt davon aus, beim nächsten Teil, dass wir Treibstoff nahezu luftblasenfrei geliefert kriegen und schauen, wie wir diesen Treibstoff ohne Luft, wenn möglich, sinnvoll zur Turbine kriegen. Was ist da noch an Absperrhahnen, Hähnen oder eventuell kommt da doch noch ein Filter? Ich hatte das doch vorhin schon angedeutet bei dem Hopper, der keinen Filter in sich hat.
Da habe ich auch hübsche, erstmal machen wir das Video wieder aus, wo ich gerade an Video denke. Da habe ich auch hübsche Videos, die sind schon fertig gedreht. Wie man sehen kann, was passiert mit einer Luftblase, die in einen Filter kommt. Ich verwende, das gibt jetzt garantiert irgendwelche Bemerkungen zum Video. Ich verwende Festofilter und zwar vor der Pumpe. Wird immer von abgeraten. Ich habe es in allen Jets drin und es funktioniert super. Und warum das funktioniert, das schauen wir uns in Teil 3 an. Ich habe da Videoaufnahmen gemacht. Da ist ein Filter und da kommt eine Luftblase und abwarten. Ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit recht herzlich. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch wäre nicht schlecht, abonnieren, aber das kennt ihr ja schon alles. Ich habe es ja auch mittlerweile eingeblendet. Ansonsten verbleibe ich, euer Ingmar.